Wenn das Alter nur eine Zahl ist. Emotional unreife Menschen agieren auf dem Niveau eines trotzigen Kindes oder pubertierenden Teenagers. Vom Erwachsensein sind sie so weit entfernt wie die Erde vom Mond und auf diesen könnte man die geistigen Spätzünder manchmal am liebsten auch schießen, wenn man mit ihnen leben muss. Als Partner wird es uns schon bald so vorkommen, als ob wir die einzigen Erwachsenen in dieser Beziehung sind. Schlimmer noch, manchmal hat man eine Partnerschaft bestellt und Elternschaft geliefert bekommen. Es ist mühsam und ziemlich aussichtslos, mit solchen Menschen ein vernünftiges Gespräch zu führen, von einer Freundschaft oder Beziehung ganz zu schweigen. Woran du erkennen kannst, dass du es möglicherweise mit einem Kind im Körper eines Erwachsenen zu tun hast, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Bindungen eingehen, vielleicht lieber eher doch nicht. Emotionale Reife geht mit der Fähigkeit einher, Verantwortung zu übernehmen. Im Falle von Beziehungen bedeutet dies, dass eine Bindung und das Bekenntnis zu einem anderen Menschen mit einem klaren Ja oder Nein quittiert wird. Emotional unreife Menschen hingegen bekennen niemals Farbe. Sich festlegen ist für sie nicht nur eine lästige Pflicht, sondern meistens sogar ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du es mit einer Partnerin oder einem Partner zu tun hast, die keinerlei Lippenbekenntnis zu dir ablegen möchten und sich nicht einmal auf das nächste Wochenende oder den nächsten Sommerurlaub mit dir festlegen wollen, bist du ziemlich sicher in die Kindchenfalle getappt. Dieser Mensch will alle Rechte, ohne auch nur eine einzige Pflicht zu erfüllen. Wie Kinder im Süßwarenladen wollen sich diese Möchtegern-Erwachsene nach Herzenslust an der Welt bedienen, ohne auch nur einen Cent für ihren exzessiven Kaufrausch hinblättern oder Konsequenzen fürchten zu müssen. Nummer 2. Entschuldigung ist ein Fremdwort für sie. Grund, um sich zu entschuldigen, hätten emotional unreife Menschen jede Menge. Mit ihnen geht schnell ihr pubertäres Temperament durch und ihr Geduldsfaden entspricht dem eines Vierjährigen auf einem Kindergeburtstag. Sie vergreifen sich daher oft im Ton, sind unzuverlässig und lassen Verabredungen platzen, ohne sie rechtzeitig abzusagen. Auf eine Entschuldigung allerdings wird man nach jeder dieser Enttäuschungen vergeblich warten. Nummer 3. Im Geiste sind sie klein und gemein. Wer sich noch lebhaft an seine Zeit im Sandkasten oder auf dem Kinderspielplatz erinnern kann, weiß, wie hart die Bandagen sein können, mit denen dort gekämpft wird. Wer als Erwachsener immer noch mit dem emotionalen Reifegrad eines Kindergartenkindes ausgestattet ist, verhält sich genauso. Er wird schnell beleidigend und persönlich, greift die Menschen in seiner Umgebung direkt an und scheut auch nicht davor zurück, mit Gegenständen zu werfen, wenn ihm danach der Sinn steht. Nummer 4. Sie verschließen die Augen vor der Realität. Das Schlimmste, was man emotional unreifen Menschen antun kann, ist, sie mit den negativen Seiten des Erwachsenseins zu konfrontieren. Das Leben ist kein Ponyhof und meistens auch kein Wunschkonzert. Also machen sie es einfach wie die kleinen Kinder beim Versteckenspielen. Sie halten sich selbst die Augen zu, damit sie nicht gesehen werden. Im Alltag bedeutet dies, nicht die Spur eines Verantwortungsgefühls, chronische Unpünktlichkeit und unzuverlässiges, unberechenbares Verhalten, das in der echten Welt der Erwachsenen für Kopfschütteln sorgt. Nummer 5. Partner werden zu Erziehungsberechtigten degradiert. Führst du eine Beziehung mit einem emotional unreifen Menschen, hast du ein Kind gleich dazu gewonnen. Leider wird dieses überwiegen und den charmanten und gewinnenden Erwachsenen, den du einstmals kurz kennenlernen durftest, wirst du für sehr lange Zeit nicht mehr zu Gesicht bekommen. Du hast dafür Mami oder Papi Dauerkarten abonniert und diesen Vertrag kannst du so schnell nicht kündigen. Du wirst dich schon sehr bald als nörgelnde, ständig unzufriedene und ermahnende Person wiederfinden, die ein bockiges Kleinkind mit durch den ohnehin schon fordernden Alltag zerren muss. Hilfe, Fehlanzeige, Verständnis,
Was ist das? Kooperationsbereitschaft und Kompromisse? Diese Begriffe kommen im Wortschatz der ewigen Kinder gar nicht erst vor. Nummer 6. Sie werfen ihr Geld zum Fenster hinaus und deines gleich dazu. Eine Freundschaft oder eine Beziehung mit einem emotional unreifen Menschen bringt dich nicht nur an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, sondern, wenn du nicht Acht gibst, auch an den Bettelstab. Diese infantilen Gemüter haben schlichtweg kein Verständnis für Geld. Sie wissen weder, wie lange ein durchschnittlicher Mensch für 100 Euro arbeiten muss, noch was diese ungefähr an Kaufkraft bedeuten. Sie schlagen dafür ständig über die Stränge und konsumieren bis zum Umfallen. So etwas wie Haushalten oder ein Budget kennen sie gar nicht. Es wird immer jemanden geben, der ihre Schulden begleicht und ihre Rechnungen bezahlt. Ganz wie kleine Kinder eben denken sie auch, dass Mama oder Papa es schon wieder richten werden, wenn das Taschengeld knapp wird. Nummer 7. Ich. Die Egozentrik emotional unreifer Menschen ist mit Worten schwer zu beschreiben. Während man bei Kleinkindern noch hoffen kann, dass die Lage an der Ego-Front sich irgendwann bessern wird und man bei Teenagern immerhin schon Jahre an einer Hand abzählen kann, welche man noch ohne Mord und Totschlag überstehen muss, gibt es diese Exit-Szenarien für ein Leben mit den ewigen Kindern nicht. Erwachsene sind fertige Menschen, die sich nicht mehr ändern werden, so sehr auch noch Luft nach oben vorhanden wäre. Es ist generell einer der größten Fehler, den wir in Beziehungen machen können, zu denken, dass wir unsere besseren Hälften noch besser machen können. Nein, können wir nicht. Unser heutiges Fazit: Vater, Mutter, Kind? Wenn du es dir aussuchen kannst, überlass das Sorgerecht für emotional unreife Menschen lieber anderen. Du gehst hier keine Verpflichtung ein, jene zur Absorge schon gar nicht. Besonders dann, wenn du dir eigentlich eine starke Partnerin oder einen selbstbewussten Partner gewünscht hättest, der sich nun als weinerliches Kleinkind oder launischer Teenie erweist, darfst du Nein, Danke sagen. Kein Erwachsener sollte jemals in die Verlegenheit kommen, einen anderen erziehen zu müssen. Du wirst nicht nur mit ihrer Unberechenbarkeit und ihrer geistigen Unreife zu kämpfen haben, sondern vor allem mit der desaströsen Enttäuschung deiner eigenen Erwartungshaltung. Lies die Zeichen und hör auf die Signale, bevor du emotional zu sehr involviert bist. Es ist in Ordnung, Bestellungen zurückzuschicken, die falsch geliefert wurde und deren Inhalt keineswegs der vollmundigen Beschreibung auf ihrer ansprechenden Verpackung entspricht. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.